Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer neuen Aufnahme Gamers Go Makers. Ja, ich weiß wie immer nicht, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Was sollte kein Problem sein? Sollten wir schon irgendwie hinkriegen, sonst gucken wir mal. Wir haben The Talisman also Remastered gemacht. Ist gerade ein bisschen auf dem Markt. Spielt nicht so viel ein, wie eigentlich erwartet. Jetzt gucken wir mal eben, wenn nicht irgendwo noch ein paar Trainings haben, und wenn nicht, dann würde ich auch glatt sagen, wir können mal eben, oh, guck mal, Andrea Roberts, Motion Capturing Spezialist, ich glaube, davon haben wir schon jemanden, ne? Grafiker, ich glaube, er war Motion Capturing Spezialist, ach komm, machen wir bei ihr auch noch, passt schon, so, go, machen wir auch gleich wieder schneller. Dauert 30 Tage, das müssen wir jetzt wohl oder übel abwarten. Starken Trend für Pharao-Spieler. Ah, ich weiß nicht, ob wir den... Oh, Lara Kelly! Ich weiß, wir haben erst Powerlip Mega Extreme Pro gekauft, aber Powerlip Mega Extreme Pro Ultra hat wirklich neue Dinge eingefügt. 2500, ja, kriegst du. Komm. Als ein Victory, Strategy, Artillery, Spiele, Victory, okay. Aha, so, Motion Capturing Specialist ist fertig. Jährliche Steuern. Wir haben 3,56 Millionen. Ja, es sind immer noch auf dem Hauptsatz. Also 1 Million nochmal Steuern abgegeben. Gut, macht nichts. 3 Millionen Steuern abgegeben. Gut, macht nichts. Okay. 3 Millionen Steuern. Aber mehr eingenommen haben. Ja, 9 Millionen müssen wir dann eingenommen haben. Wie sagen wir dann 3 Millionen Steuern? Ich bin verwirrt. Egal. So, wir gucken. Neues Training. Ja, toll. Trainieren. 5 Tage. Ja, komm, das machen wir auch noch schnell. Und unser Produzent ist hier. Der Terrence. Trainieren. Kriegt das auch noch. So, go. Die 5 Tage haben wir noch Zeit. Das kann man schnell abwarten. So, wunderbar. Plus 20. Optimal. Atapi. Kürzlich Support für den Kuga wollen sie einstellen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir mal wieder ein neues Projekt raus. Gucken wir mal, ob wir eine Lizenz kriegen. Slow Sinking Ship. Okay, die Lizenzen waren ja alle nicht so. The Farm Planning, Jurassic Fart, okay. Nein, ich denke nicht. Olymp 98, FUFA würde ich auch nicht so. Fußballsimulation ist nicht so mein Ding. Oh, wieder was Neues machen. Gucken wir mal, was Neues. Und zwar... Was haben wir denn schon lange nicht mehr gemacht? RPG, Action Platform, Adventure, RPG, Talisman 2. Ein RPG... Ein Adventure würde ich gerne mal wieder machen. Was war das hier? Casual. Happy Tower hat so viel eingespielt. Boah, Wahnsinn. Oh gut, war bei 84%. War recht gut. Okay, ich will trotzdem mal wieder ein Adventure machen. Die Steinmetze hatten wir als letztes. Wir könnten davon mal eine Fortsetzung machen. Aber ich bin mir gerade... die Steinmetze... Was haben wir noch so? Die. Oh, oh. Gott, mir fallen keine Geheimbünde mehr ein, das ist das Problem. Okay, also machen wir davon keine Fortsetzung. Dann machen wir ein neues Spiel. Okay. Neues Adventure. Oh, jetzt können wir hier Action Adventure. Oh ja, machen wir ein Action Adventure. Komm, das wird geil. Und zwar auf dem PC, auf der PlayStation. Ne? Ein Fender 64 wäre also auch da, aber da kostet. Da müssen wir wieder Lizenzen kaufen. Nee, das ist nicht so. Komm, wir machen erstmal weiter für die Play Sensation. Ja, Play Sensation, genau. RPG sind die aktuellen Trends. Ich glaube, der Trend wird sich bald ausgetrendet haben. Am 30.12. kam der. Jetzt ist 14. Oh nee, komm, doch, dann machen wir doch nochmal ein RPG. Jetzt können wir auch Action RPG machen. Ja, machen wir ein normales RPG, weil da gerade der Trend ist. So. Wie nennen wir das? Mystic Bandit. Ja,
komm, Mystic Bandit ist cool. In 3D natürlich. Ja, der Rest. Alles rein, alles rein. Will ich alles haben. So, und dann hier wieder das übliche. Courtney raus, hier rein. Hier, Wayne raus, hier rein. Hier auch, Wayne raus, hier rein. Gucken wir mal, sollten eigentlich alle, ja, sind alle ganz gut da. Dann machen wir den hier raus, dann kann der Wayne das noch machen. Der Peter auch ein bisschen entlastet. So, gut. Sonst sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Okay, lassen wir so. Ich hoffe mal, das passt so, das wird so passen, das muss so passen. Okay. Oh, halt, warte, zurück. Okay, nochmal. Ah, Gott, da war es schon wieder. Hier ein RPG wollte ich machen mit Mystic Bandit. Oder wir gucken einfach nochmal. Hammer, Thunder, Lonely Neuromancer, Mission, Landmark, Warlords of Abuse. Ich habe keine Ahnung, was Abuse heißt, deswegen nehmen wir das nicht. Afterlife, Snowstorm, World of Eye, World of Eye, komm, World of Eye ist gut. Bam, badam, bam, bam. Stereo oder Surround? Ach komm, Surround, klar. Mit Soundtrack, wunderbar. So, hier wieder so. Und hier weg. Und hier weg. Und der hier, das darf ich da rein machen. Wunderbar. Jo, läuft. Wunderbar. So, genau, Demo, bevor ich es wieder vergesse. Okay. Was würde er denn sagen? World Design, Game Rating. Okay. Wir haben bei The Talisman Remastered 79% erreicht. Übernehmen wir das mal so und dann gucken wir mal, wo es da gefehlt hat. Alles in allem war es eigentlich ganz in Ordnung. Das Sound hätte besser, System und Systemdesign und Scripting hätten wir noch gebraucht. Okay. Systemdesign, Scripting ist okay. Jetzt gucken wir nochmal. Wo könnten wir denn was wegnehmen? Content Design. Will ich aber nicht. Content Design ist eigentlich ultra wichtig. Nee, da nehme ich keinen mehr weg. Ja gut, dann übernehmen wir es wieder so, würde ich sagen. Dann bauen wir das Ganze so. Okay. Ach genau, Play. Da war ja noch was. Oh, 97. Haben wir eine Nominierung? Jetzt bin ich gerade gegen das Mikro gekommen. Das ist schlecht, aber egal. Nee, haben wir nicht. Schade. Dragon Egg 94. Oh, das ist dicke. Das ist echt dicke. Oh, Preis $40. 1,76 Millionen Verkäufe. Das ist ordentlich. So, Story. World of Eye. Würde ich gerne so Cyber... Also so... Ja, Überwachung und so. World of Eye. Also praktisch Überwachung und so. Also Zukunft hätten wir. Zeitreisen. Ich würde fast sagen Cyberpunk. Und Aliens könnte man noch... Sie halten griechisch gerne. Sonst passt da, glaube ich, nicht wirklich was. Ja, komm, nehmen wir Cyberpunk. 100.000 für die Story. Nein. Übersetzung alle. Jo, und das hätte ich gerne auf dem... Oh, für Team oder zur Grenze... zum Matcher. Gut, so ist gut. In alle Länder. Pass. Klatsch mal nochmal ordentlich Kohle raus. Das wird laufen, glaube ich. Naja, Talisman Remastered verkauft sich eigentlich auch nicht schlecht. Fast bei 50 Millionen. Okay, Die Spiele wenig populär für Sony PlayStation. Okay. Deutschland sah es gut aus. Amerika auch. Da sah es gut aus, da relativ da. Sieht doch eigentlich ganz in Ordnung aus. Hier hinten halt wieder, wie war. Naja, Information. Mit ihrer Meinung, du hast dir Feedback aufgenommen, ein paar hübsche Grafiken erstellt. Okay, ja gut, ich sag mal, allgemein sieht's doch gar nicht so schlecht aus, oder? Ja gut, ich denke mal, wenn du es für alle Länder machst, dann kannst du es halt nicht allen recht machen. Ne? Das ist halt
Naja. Ist halt so. Jetzt wollte ich glatt mal gucken, ob wir nicht. Nee, wir können nicht, dass ich das irgendwann mal übersehen hätte. Dass wir. Oh, Online-Play, neue Forschung. Ja, Brennan kriegt eine Gehaltserhöhung. Das ist in Ordnung. Noch mehr neue Forschung. 3D Version 4 und Online-Play. Neuer Raum verfügbar. Das Testerbüro. Du musst den Raum ausstatten mit Möbeln, Computer und anderen. Okay. Machen wir doch gleich mal. Einrichten. Testerbüro. 300.000. Ach, Schnäppchen. Jetzt kannst du zwei Tester. Naja, verfügbares Personal siehst du unter Mitarbeiter einstellen. Tester verbessern die Qualität von Spielen enorm. Okay, das ist gut. Ja, Peter kriegt auch eine. Okay. Jetzt will ich mal glatt gucken. Mitarbeiter einstellen. Jetzt mal gucken, was so Tester. Ah, hier, Test. Stufe 2, 2004. Ah, oh, ist günstig. Testing 2. Ein Software-Test prüft, ein Software-Test prüft und bewertet Software für die Erfüllung der für ihren Einsatz definierten Anforderungen, misst ihre Qualität. Die gewonnenen Erkenntnisse werden zur Erkennung und Behebung von Softwarefehlern genutzt. Tests während der Softwareentwicklung dienen dazu, die Software möglichst fehlerfrei in Betrieb zu nehmen. Okay, das ist super. Gucken wir mal. Das ist der einzige Tester bis jetzt. Okay, stellen wir mal ein. Okay. Sehr gut, du hast deinen ersten Tester eingestellt. Tester werden versuchen, Fehler zu finden und somit die Qualität deines Spiels zu steigern. Du kannst ihnen spezielle Testgebiete, ich schätze mal, geben. Auch wenn das jetzt nicht da stand. Okay, der hat natürlich im Moment nichts zu tun, weil der ist ja an unserem aktuellen Projekt nicht mit einbezogen. Aber gut, macht nichts. World of Eye. So, jetzt gucken wir mal, ob wir nicht irgendwo eine Kamera oder ein Auge oder sowas oder irgendwie sowas in der Art. Bombe und Fußball. Stadt. Ich glaube, die Silhouette von der Stadt würde ich fast nehmen, wenn man nichts anderes, finde. Oder die Welt. Das Weltdingens. Ist natürlich auch. Naja, obwohl. Bin ein bisschen zwiegespalten. Okay. Okay, finden wir alles nicht. Okay, dann nehmen wir hier die Stadt. Wenn die so weit oben klemmt, ich will die weiter unten haben. Was ist denn hier? Ach, sieht auch nicht besser aus. Okay, aber wir nehmen trotzdem mal eine große. Mehr CDs und so. Das soll ja groß werden. Okay, nehmen. Da hätte ich gerne eigentlich schon eine weiße Dingens. So, und schwarz würde, nee, passt nicht, grau auch nicht. Ah, wenn dann weiß. Ah, graue Schachtel. Ja, komm, so, oder? Ja. Komm, nehmen wir so. Bin gespannt. Okay. Okay, noch läuft der Trend für die RPGs. Ich hoffe noch lang genug. Schau, ich bin sicher, dass 2400 Board zu deiner Zeit sehr schnell war, aber wir brauchen ein besseres Netzwerk. Ja, 300, komm. Witz, dass du ja überhaupt noch fragst, ey. Okay, hauen wir auf jeden Fall so raus. 300, da können wir uns auf jeden Fall leisten. Info, neuer Raum im Soundstudio. Wir müssen den Raum ausschalten. Okay. Genau. Wir haben ja noch ein paar leere Räume. Einrichten. Sound für 1,5. Okay. Zwei Komponisten anhören. Coole Sache. Okay. Dann gucken wir doch gleich nochmal, wo unser Projekt eh gleich fertig ist. Mitarbeiter einstellen. So. Produzent, Grafiker, Programmierer, Komponist, Designer. Oh. Ah, hier. So. Komponist. Okay. 6500. Composition. Ja. Komm. Eingestellt. Sehr schön. Oh, ja, den Tester haben wir vorhin schon eingestellt. Und der Komponist hier ist noch Komponist für Stufe 3. Jo. Kannst mitkommen. So, sehr gut. Jetzt
Brauchen wir bloß noch einen Tester. Ach nee, Moment, ich wollte ja. Hier. So. Gut. Ne, so. Wir haben, glaube ich, sogar noch, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, wir haben noch einen Designerplatz. Aber Designer brauchen wir eigentlich im Moment noch gar nicht. Wir haben ja noch genug. So, gut, weiter geht's. Mhm. Jetzt hat er jetzt 2,5 Millionen, das stand bloß 1,5 Millionen. Na gut. Gucken wir, irgendwo ein Level-Up dabei ist. Kein Level-Up, schade. Egal. So, alles komplett will ich raus haben. RPG-Spieletrend ist jetzt vorbei. Sehr schön, vor vier Tagen. Ah, verdammt nochmal. Na gut, kann man nichts machen. Wir preisen es trotzdem einen leichten Trend für RPG-Spiele. Keinen Trend für Cyberpunk-Spiele. Okay, 25% ist der Durchschnittspreis, 28% Marktanteil. Kein ähnliches Spiel. Dann gehen wir nochmal hoch auf 30. Werben überall. So, für komplett alles. Kostet uns auch, aber egal. Ja, haben's ja. Okay, den ersten Tag haben wir noch ein bisschen, haben wir noch was mitgenommen. Wir haben eine Wertung. Gucken wir mal. Sehr gut Grafik. Hm, 85. Ja, sieht gut aus. Alles in allem sieht sehr gut aus. Okay, für Teen auch wunderbar. Okay. Jetzt gucken wir erstmal noch erforschen. Pass auf die Lara. Ja, ist das? Ja, das ist Lara. Darf mal Network Play und erst für Graphics erforschen Video. So, wunderbar. Klatschen wir das mal schnell. Moment, haben wir noch irgendwelche Trainings? Ich glaube, nee, da kam keine neue Training. Okay. Dann machen wir erstmal das. Hui, Spiel des Monats Juli 98, sehr schön. Das freut mich. Okay. Spiel doch ordentlich ein, ja. Kann man nicht meckern, glaube ich. Mehr Spieler, mehr Spaß online. Multiplayer öffnet dein Spiel buchstäblich über die ganze Welt. Okay, jetzt können wir MMOs machen. Und das. Oder ich hoffe es zumindest, ja. Ich habe wirklich hart gearbeitet. Ich sage, ach komm, kriegst du. Okay. Die wollen einen Film machen für 1,1 Millionen. Ja. Auf jeden Fall, klar. Steigert die Popularität. Nehmen wir auf jeden Fall mit. So, gut, 3D ist auch fertig. So, gut, dann können wir ja weitermachen. An einem neuen Projekt. Jetzt gucke ich mal eben, ob ich noch einen zweiten Tester bekomme. Mitarbeiter einstellen. Tester hier. Kelly Evans. Stufe 3 Tester. Was haben wir noch so? Ne, ist der einzige. Okay. Nehmen wir mit. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Gut, dann. Neues Projekt. Ha! Okay, was machen wir? Ein Add-on. Ein Add-on zu World of Eye. Solange es noch läuft. Komm, auf jeden Fall. World of Eye. Ja, Cyberpunk. Überwachung. Komm. The Voice. Hat auch was mit Sinn zu tun, genauso wie I. Nennen wir so. Passt. So. Courtney, raus. Courtney. Egal. Wayne, raus. Oh, Composer haben wir da. Tester. Hab ich Tester drin hier? Nee, Tester haben wir ja gar nicht dabei. Oder doch? Artist, Composer. Ja, aber keine Tester. Wieso sind da keine Tester dabei? Vielleicht testen die so oder so durchgehend. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin verwirrt. Relativ. Okay, Content, ja. Content ist ein bisschen drin. Hier kommen wir noch dazu. Dann darf das hier wieder der Wayne machen. Wayne. So. Wayne ist Leader. So, super. Sonst, ja. Der Eric nicht auch so ein Riesending in Gameplay gehabt? Eric. Hier ist er. Eric? Game Engine war da riesig.
Gameplay. Ah, okay, okay. Ja, da ist er bei beiden drin. Okay, dann kann ich nicht klagen. Dann los geht's.